Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung Leseland Sachsen-Anhalt in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen zuerst einmal alles Gute für 2016, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und freue mich, dass ich Ihnen heute wieder zwei Autoren aus unserem Bundesland vorstellen kann. Es handelt sich dabei um ein Schriftsteller-Ehepaar, das schon eine Reihe von Veröffentlichungen aufzuweisen hat. Doch bevor ich dieses Geheimnis lüfte und Ihnen erkläre, wer denn meine heutigen Gäste sind, möchte ich noch kurz einmal einen Blick zurück ins Jahr 2015 werfen. Denn es gab wieder eine Vielzahl von interessanten literarischen Veranstaltungen, Lesungen und Diskussionsrunden. Auch bei den Landesliteraturtagen, die in diesem Jahr in Wernigerode stattgefunden haben. Die Landesschülerschreibwerkstatt des Friedrich-Bödecker-Kreises war ebenfalls ein großer Erfolg und sie fand erstmalig in Osterburg statt. Hier hatten junge Schreibende die Möglichkeit, mit erfahrenen Schriftstellern zusammenzuarbeiten und über ihre Texte zu reden. Ein besonderer Höhepunkt war 2015 das 25-jährige Bestehen des Friedrich-Bödecker-Kreises Sachsen-Anhalt, das im Spätherbst hier in Magdeburg im Rahmen einer Festveranstaltung begangen wurde. Das Jubiläum bot einen schönen Anlass, dass die vielen Autorinnen und Autoren in Ausstellungen und bei Gesprächen noch einmal auf den gemeinsamen Weg zurückblicken konnten. Und natürlich gab es im vergangenen Jahr, vor allem auch zum Ende des Jahres, wieder etliche neue Bücher. Auf drei Neuerscheinungen möchte ich Sie jetzt aufmerksam machen. Dazu gehört Das kleine Liverpool von Ludwig Schumann. Erschienen ist dieses Buch im Ost-Nordost-Verlag Magdeburg. Eine weitere Leseempfehlung betrifft das Buch Hochzeiten von Manfred Köppe, das im Mitteldeutschen Verlag Halle veröffentlicht wurde. Auch von Jürgen Jankowski gibt es mehrere Neuerscheinungen in der Reihe Autorenpatenschaften, die er zusammen mit anderen Schriftstellerkollegen für den Bundesverband der Bödecker-Kreise im Rahmen des Projekts Kultur macht stark, Bündnisse für Bildungen herausgegeben hat. Eines dieser Bücher habe ich heute mal mitgebracht und die Autoren, mit denen er dabei zusammengearbeitet hat, waren unter anderem, wie in diesem Fall, Stefan Gemmel, Jens Schumacher und Christina Seidel. Aber nun genug der Vorrede. Sie sind bestimmt schon gespannt, wer heute im Studio zu Gast sein wird. Ich freue mich ganz doll, dass Sie Zeit hatten, heute zu kommen, dass Sie überhaupt im Lande waren. Es handelt sich nämlich um das Schriftsteller-Ehepaar Monika und Manfred Helmicke. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Und vielleicht stellt ihr euch bitte zu Anfang unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ganz kurz mal vor. Und dann sprechen wir mal über eure vielen Bücher und euren Weg zum Schreiben. Monika, möchtest du vielleicht anfangen? Ja, also ich bin 72 Jahre alt und schreibe seit meinem 20. Lebensjahr Geschichten. Das war eine Zeit, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Ich habe sozusagen meinen Frust abgeschrieben und so nach und nach immer Geschichten geschrieben. Und als ich mein Studium abgeschlossen hatte als Diplomwirtschaftler, bin ich zu Hause geblieben, habe nicht gearbeitet, weil ich meine vier Kinder, die so nach und nach kamen, nicht vom Staat erziehen lassen wollte. Aber in der Zeit konnte ich schreiben und 1976 kam mein erstes Hörspiel heraus. 1978 wurde ich freiberuflicher Autorin und bin es im Prinzip die ganze Zeit geblieben. 1979 kam mein erstes Buch raus, Klopfzeichen, das ist hier nicht mehr dabei, das ist auch eingegriffen. Ja, am Anfang nach der Wende war ich die erste VS-Vorsitzende Regionalgruppe Magdeburg. Und als der VS zusammenging, Magdeburg und Halle, hat es dann ein anderer übernommen. Ja, meine Bücher liegen hier. Zwischendurch habe ich noch 12 Hörspiele geschrieben. Das war noch zu DDR-Zeiten, die teilweise auch jetzt zur WDR gelaufen sind und noch verschiedene andere West. Ja, in der Schweiz. Ja, in der Schweiz. Ach so, Entschuldigung, habe ich mit Manfred zusammengeschrieben, das Hörspiel. Ja, das wäre es erstmal. Mhm. Gut, Manfred, machst du gleich weiter? Sagst ein paar Worte zu dir?
Ja, ich bin so ähnlich alt, nur ein bisschen älter. Ja, was soll man erzählen mit 73 Jahren aus dem Leben? Man könnte viel erzählen. Ich würde mal vielleicht bloß mal ganz kurz über die Kindheit, denke ich, die ist prägend gewesen. Ich bin Schiffersohn und bin in beiden deutschen Staaten aufgewachsen. Wir waren zufällig, als der Krieg zu Ende war, mit dem Schiff in Hamburg. Also meine ersten Erinnerungen sind in Hamburg. Später musste ich ja irgendwann zur Schule. In die dritte Klasse habe ich dann angefangen. Da ist meine Mutter in die Heimat gegangen und mein Vater ist weiter auf dem Schiff gefahren. Da waren wir die sogenannten Grenzgänger. Auf gut Deutsch, ich bin in beiden deutschen Staaten aufgewachsen. Zur Schule gegangen, ab dritte Klasse in Ostdeutschland und in allen Ferien und Freizeiten auf dem Schiff in Westdeutschland. Also ich konnte hautnah beide deutschen Staaten unterscheiden und vergleichen. Und da hast du ja bestimmt auch sehr viel erlebt, was man dann nachher deinen Büchern wieder gefunden hat. Das kann ich aber heute nicht alles erzählen. Nee, gut. Aber ich habe gleich erfahren, sehr früh gelernt, ich habe immer gesagt, ich weiß, wer mehr lügt. Gelogen haben sie beide, aber es gab Unterschiede. Ja. Ohne jetzt zu sagen. Wir sprechen gleich nochmal über deine Anfänge zum Schreiben. Vorher will ich erstmal Monika noch ein bisschen ausfragen. Habt ihr euch beide denn über das Schreiben kennengelernt oder habt ihr unabhängig voneinander schon geschrieben, als ihr zusammengekommen seid? Als wir zusammengekommen sind, das war eigentlich, das war im Studium. Wir haben uns im Studium kennengelernt, wir haben beide das Gleiche studiert. Und ich habe angefangen mit dem Schreiben. Manfred ist später denn dazugekommen. Die ersten Kindergeschichten haben wir zusammengeschrieben, machen wir noch. Hörspiele haben wir teilweise zusammengeschrieben. Und dann hat er sich von mir gelöst und hat eigenständige Reisebücher geschrieben. Aber das ist natürlich sein Part. Und ja, nach der Wende vor allem. Nach der Wende, ja. Weil ich frei war und reisen konnte. Und reisen konntest, ja, ne? Aber er hat eben seit, wann hast du aufgehört? 78. 78 war er erst Hausmann, hat mir den Rücken frei erhalten fürs Schreiben und ist dann da auch so langsam reingewachsen. Du hast ja nun also nicht nur viele Bücher geschrieben, sondern auch ganz unterschiedliche. Vom Kinderbuch, was du eben schon erwähnt hast, bis hin zum Krimi. Hast du so einen Lieblingsgenre? Eigentlich Erzählung. Erzählung. Also Krimis schreibe ich auch sehr gerne, aber Erzählung, das ist eigentlich mein Lieblings. Das erste Buch waren auch Erzählungen. Und darauf kommt man auch immer wieder zurück dann, denke ich, nicht? Also, ja. Jetzt hast du ja vom Blockverlag, wo ihr beide seit vielen Jahren auch veröffentlicht, den Krimipreis 2015 bekommen. Ich habe dir ja auch gratuliert. Wir haben darüber gesprochen vor einiger Zeit schon. Und ich habe mich auch sehr mit dir gefreut. Das war ja bestimmt so ein ganz besonderer Moment. Kannst du darüber kurz mal was erzählen? Naja, es war schon was Besonderes. Jeder Preis ist was Besonderes, selbst wenn es einer ist vom eigenen Verlag. Aber es ist schon was Besonderes und das war für meine Blaulicht-Bücher. Und es war eigentlich auch Ansporn weiterzuschreiben, Krimis zu schreiben. Ja, ne? Weil er macht ja eigentlich sehr gerne Krimis. Und daraufhin kam dann dieser Norwegen-Krimi, kam dann danach. Ja, das war eine große Veranstaltung mit dem Essen und unheimlich vielen Leuten. Da war schon. Und du bist wirklich auch überrascht worden oder hat er dich ein bisschen vorgewarnt, dein Verleger? Ja, er hatte mich angerufen vorher, der musste mich einladen. Ja, ja. Und da war ich schon überrascht, muss ich sagen. Schön. Ja. Aber das ist doch auch eine Würdigung und wie du auch schon gesagt hast, es motiviert weiterzumachen. Ja. Vielleicht noch kurz, welche Rolle spielt Literatur in deinem eigenen Leben? Hast du früher schon immer viel gelesen? Bist du deshalb auch so, sage ich mal, dem Schreiben treu geblieben? Oder ist es immer, dass du sagst, ich komme gar nicht zum Lesen, weil ich so viel schreibe? Ich bin ein großer Leser. Schon als Kind habe ich mir mal so einen Stapel Bücher aus der Bibliothek nach Hause geholt und habe die innerhalb von ein, zwei Wochen ausgelesen und dann die nächsten geholt. Ich lese, habe schon immer sehr viel gelesen. Und wenn wir in Norwegen sind, darüber werden wir vielleicht noch sprechen. Auf jeden Fall. Da ist das im Prinzip auch so. Da haben wir keinen Fernseher, kein Internet und sind auf uns gestellt, schreiben viel und lesen viel. Da hole ich mir aus der Bibliothek genauso viel so eine Bücher. Und alle lese ich natürlich auf Norwegisch und das macht natürlich auch großen Spaß,
der Sprache dann noch, naja, ein bisschen mehr zu lernen. Auch, ja, ne? Man ja. kriegt ja einen großen Wortschatz, wenn man liest. Ja, und es trainiert ja auch, dann ist ja zu der Zeit ja Norwegisch euer Alltagssprache dann, nicht? Ja, wenn ja ihr natürlich. Dort die Leute da können kein Deutsch und kein Englisch. Ja, ja, auch das ist ja spannend. Da kommen wir noch dazu. Jetzt haben wir erstmal übers Schreiben gesprochen und natürlich möchten wir was von dir hören. Hast du denn heute einen Krimi mitgebracht oder hast du was anderes mitgebracht? Du hast dein neuestes Buch mitgebracht. Ich habe mein neuestes Buch mitgebracht. Das ist ein Roman in Erzählungen. Es geht darum, dass ein mysteriöser Gastgeber hat 7 Autoren eingeladen in sein Haus im Norden Deutschlands. Und alle müssen, das ist Bedingung, eine Geschichte über Norwegen vorlesen. Und was mit dem Mann so weiter, warum der so mysteriös ist, das zeigt sich dann zum Schluss. Das wird dich verraten. Nein, ich lese die Geschichte, die Edeltraud M. liest. Scham. Hans war 20 Jahre alt, da hatte er diesen verfluchten Krieg mitmachen müssen. Er hatte 2 Jahre auf einer kleinen Insel im Norden Norwegens gelebt. Und trotz dieses verfluchten Krieges, wie er sagte, war es die glücklichste Zeit seines Lebens gewesen, auch die schrecklichste. Er lebte als einziger Deutscher dort, ein Vorposten, ein Ausguck. Er hatte ein Zimmerchen in einem Turm, einem Leuchtturm. Außerdem gab es noch 4 Häuser, in denen Einheimische wohnten, anfangs jedenfalls. Während seiner Anwesenheit dort zogen alle bis auf Thurbjörn, dem Leuchtturmwärter, aufs Festland. Hans dachte oft zurück an diese Zeit. Seit er von dort weg war, dachte er zurück. Er erinnerte sich, dass das Inselchen oft von Sturm umtost gewesen war. Eine weiße Schaumkrone bildete sich dann von der Brandung rings um die Insel und der Eisenturm zitterte. Er hatte keine Angst verspürt. Mit Thurbjörn, dem Leuchtturmwärter, hatte er schnell guten Kontakt bekommen. Die sprachen in einer Art aller Weltsprache und verstanden sich. Sie waren sich einig, dass es ein verfluchter Krieg wäre, wie Hans, der 20-Jährige, sagte, ein Forbannet, wie Thurbjörn, der gut 40-Jährige, bestätigte. Aber so wie Hans ihn jetzt erlebte, könne man ihn aushalten, so wie Thurbjörn auch. Da waren sie sich einig. Zum Schluss sprach und verstand Hans ein wenig Norwegisch und Thurbjörn ein wenig Deutsch. Der Norweger ging, wenn immer die Witterung es zuließ, fischen und Hans übernahm in der Zeit die Arbeit am Leuchtturm. Er hatte schnell gelernt, worauf zu achten, was zu tun war. Dafür bekam er stets seine Ration Fisch ab, meist kochte Thurbjörn. Hans gab dafür Thurbjörn von seinen Armeekonserven. Er hätte ewig so weiterleben können. Der Krieg war weit, besondere militärische Vorkommnisse gab es nicht auf der Insel, auch nicht nahe bei. Aber der Krieg kam näher, immer näher, und Hans musste die Insel verlassen. Zuvor allerdings sollte er alles vernichten, was auf der Insel stand. Jedes Gebäude, auch seinen Turm, so lautete der Befehl. Eine Abteilung würde ihn dann abholen. Er wagte nicht, dem Befehl zuwiderzuhandeln. Die sowieso schon leerstehenden Häuser brannte er nieder, eins nach dem anderen. Nur um das des Norwegers Thurbjörn machte er einen Bogen. Das ließ er stehen. Und auch den Leuchtturm tastete er nicht an. Den durfte man nicht zerstören. Außerdem hätte er dann mit Thurbjörn reden müssen, der sich auf dem Turm befand. Aber er redete nicht mehr mit ihm, traute sich bis zur Ankunft der deutschen Abteilung nicht mehr in seine Nähe. Nachdem er die Häuser angezündet hatte, kam die Abteilung. Ein Offizier ging mit 2 Soldaten über die Insel und steckte die Lunte auch noch an das letzte, Thurbjörns Haus. Sie versuchten sogar, den Turm zu sprengen, hielten sich aber nicht sehr lange damit auf, als es beim ersten Mal misslang. Hans blickte lange zur Insel zurück, auf der noch die Balken rauchten. Nie hatte er sie vergessen können. Nicht die gute Zeit, nicht die schrecklichen letzten Stunden. Immer dachte er voller Scham zurück. Später hasste er jeden, der Deutsch sprach. So kam es ihm über lange Jahre vor. Trotzdem hatte er eine Frau gefunden, war auch ein paar Jahre verheiratet gewesen. Seine Frau hatte immer zu ihm gesagt, wenn die Sehnsucht nach der Insel zu groß geworden war, wenn die Scham überhand zu nehmen drohte, fahr hin, dann kannst du vielleicht vergessen. Aber wollte er das denn? Die Frau starb früh, so hatte er all die Jahre danach allein gelebt, wie auf einer Insel, wie auf einem Leuchtturm. Er hätte vermutlich sein Leben auch so geendet, wenn da nicht eines Tages brachte ihm die Post einen Brief. Ein Brief aus Norwegen, der Absender war ihm unbekannt. Sowohl der Name
als auch der Ort. Lange hielt er ihn in der Hand. Endlich schnitt er den Umschlag auf und holte den Brief heraus. Ein Bogen, bedeckt mit Schreibmaschinenschrift. Dann las er den Brief. Zuerst nur flüchtig, hastig überfliegend. Da wollte ihn jemand für die Mitgliedschaft in einem Verein werben. Hans ließ den Brief enttäuscht sinken. Vereine waren ihm als etwas Grunddeutsches von jeher ein Gräuel gewesen. Er wollte mit diesen Deutschen und ihren Vereinen nichts zu tun haben. Nichts mehr nach diesem verfluchten Krieg. Nun also ein Verein in Norwegen in einer Stadt, die er nicht kannte. Er holte sich den Atlas hervor und suchte, erschrak. Der Name war der einer kleinen Ortschaft, die nicht allzu weit entfernt von seiner Insel sich befand. Nun las er den Brief noch einmal, langsam, und plötzlich verstand er. Es gab einen Verein, der sich Freund nannte und Beziehung zu seiner Insel hatte, auf der sich jetzt eine meteorologische Station befand. Ihn als Deutschen, der dort 2 Jahre gelebt, wollte man als Mitglied. Eine Falle, dachte er. Sie wollen ihm eine Falle stellen, ihn aus seiner Höhle holen und nach Norden locken. Dort sollte ihn die längst fällige Vergeltung erwarten. Nie im Leben würde er reagieren, niemals antworten. Er nahm den Brief wieder vor, las ihn genau, drehte ihn um. Da stand etwas auf der Rückseite mit Tinte geschrieben. Torbjörn hätte bis zum vergangenen Jahr gelebt, oft von Hans erzählt und immer geglaubt, dass sein Freund einmal zurückkehren würde, stand da. Sein Freund, schrieb der Mann. Es trieb Hans Tränen in die Augen. Sein Freund. Ja, so etwas war es vielleicht gewesen, was ihn mit Torbjörn verbunden hatte. Zugegeben, eher eine Zweckfreundschaft. Aber hatte Torbjörn vergessen, wie diese Freundschaft geendet? Nun war er tot und Hans war nie gekommen. Hans hatte sich zu sehr geschämt für das, was er getan, ganz zum Schluss noch. Er brauchte eine Woche, bevor er reagierte. Dann suchte er sein Norwegisch aus dem Gedächtnis, um wenigstens die Anrede richtig zu schreiben und schrieb Kjær Venn, lieber Freund, als mähne er den alten Torbjörn. Ja, vielen Dank, Monika. Das hat ja eine schöne Überleitung gleich geschafft. Dann kann ich deinen Mann danach fragen, wie überhaupt eure Freundschaft oder eure Liebe für Norwegen entstanden ist. Naja, ein bisschen klang ja schon an. Meine Vorliebe vor allem zum Wasser, im Wasser groß geworden. Und ich bin ein fanatischer Angler und Fischer geworden, weiteres Leben jetzt in Norwegen. Und als nach der Wende die Möglichkeit war zu reisen, war eben eine der ersten Reisen auch in den hohen Norden, soweit es eigentlich ging, bis hinter den Polarkreis. Ja, und das hat sich dann von Jahr zu Jahr so ergeben. Unser Sohn, unser jüngster Sohn, hatte eine Klasse übersprungen. Ich hatte zufällig mal eine Lesung in der gleichen Klasse und habe gesehen, also das geht nicht. Er ist so klein und die großen Mädchen und die Jungs, die haben ganz andere Interessen. Da haben wir gesagt, den nehmen wir wieder raus aus der Schule, ein Jahr. Da wir ja freiberuflich sind, können wir arbeiten, wo wir wollen. Und haben uns Leute angeschrieben, wo wir schon mal zum Urlaub waren, ob sie uns so eine Hütte über das ganze Jahr vermieten würden. Und dann konnte man auch einen erträglichen Preis aushandeln. Und dann haben wir 1996 das erste Jahr, ein ganzes Jahr dort gelebt. Den Jungen aus der Schule, der ist allerdings dann in Norwegen zur Schule gegangen, weil der Direktor uns überzeugt hatte, dass es wohl besser wäre und es war auch besser. Und da hat er dann auch sein Norwegisch gleich gelernt. Und ich habe geangelt, um das noch zu beweisen. Ah, so sieht es aus, wenn man Fische fängt. Und geschrieben, Monika sagte es ja schon, aber so kam das zustande. Und als wir die Möglichkeit hatten, die Kinder waren dann auch aus dem Haus alle. Dann haben wir uns jetzt so geeinigt, ein Jahr in Deutschland zu leben und ein Jahr auf der Insel. Mhm. 500 Kilometer hinterm Polarkreis. Oh, ja. Ist also im hohen Norden. Also. Ist wirklich auch jedes Mal ein Abenteuer, oder? Es ist ein Abenteuer. Ja. Schon dahin zu kommen. Wollte ich sagen, denn das geht schon mit der Anreise los, oder? Fast 3000 Kilometer. Und wir überlegen jetzt, ob wir uns einfach aus gesundheitlichen Gründen uns das nochmal antun, denn das ist ja auch ein hartes Leben da. Ja, ja, ja. Nächster größere Ort ist 40 Kilometer, Krankenhaus ist 200 Kilometer.
Das muss man sich in über 70 dann doch überlegen. Ja, und man ist natürlich auch auf sich gestellt. Ne? Da ist man völlig auf sich gestellt. Ja. Das ist ja das Schöne. Aber andererseits ist es auch sehr inspirierend, nicht, für euer Schreiben. Ihr kommt ja immer, wenn ihr zurückkommt, erzählt ihr immer oder bringt was Neues mit. Ja, was soll man machen vor Langeweile? wenn es Wind ist, wenn Wind ist, dann wird geschrieben und wenn kein Wind ist, dann wird gefischt. Mhm. Und Monika hat ja auch dann die Arbeit hinterher sauber machen. Richtig, den Fisch verarbeiten. Fisch verarbeiten, das ist dann, wird auch Arbeit. Mhm. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig. Ja. Und gibt es denn bei dir jetzt, du hast übers Fischen, übers Wasser viel geschrieben, erzählt, gibt es für dich denn auch so ein Thema, wo du sagst, das hat mich eigentlich über die ganzen Jahre beim Schreiben immer wieder begleitet? Ja, das Thema sind eigentlich, ist die Ferne. Mhm. Ich bin unheimlich neugierig auf andere Kulturen, andere Länder. Und es ist ja auch eine kleine Auswahl hier. Gleich nach der Wende war Amerika das erste. Ja, Australien, nicht wahr? Australien, die üblichen Länder, wir waren noch viel mehr Länder. Mhm. Solche Glitzerländer wie Südsee haben wir mal probiert. Nach dem ersten Jahr in Norwegen, auf der Insel im Norden, haben wir gesagt, wir gehen mal auf die Insel im Süden, im Warmen. Haben es allerdings dann nicht so lange ausgehalten. Also der Norden ist mehr so euers? Der Norden ist mehr, und weil es viel interessanter ist durch das Wetter. Durch diesen großen Umschlag. 2 Monate lang ist es dunkel, da kommt keine Sonne. 2 Monate dafür ununterbrochen. Mhm. Und in der Zwischenzeit wechselt das Licht von Tag zu Tag etwa eine Viertelstunde. Mhm. Und das spürt man. Mhm. Das kommt die Euphorie im Frühjahr und die Depression im Herbst. Aber dadurch lebt man irgendwie auch viel, viel näher an der Natur und am Leben vielleicht. Ist auch intensiver, nicht? Ich denke auch von den Eindrücken, die man dann hat, das ist auch fürs Schreiben sehr, sehr anregend. Und dann der Wechsel, das ist auch wieder intensiv. Ja. Hier wieder dieses Stadtleben, Parkplätze suchen, so wie heute, also furchtbar. Ja, das ist das Gegenteil, nicht? Und da muss man sich, aber nach einer gewissen Zeit gewöhnt man sich auch wieder dran. Mhm. Und wenn man dann dort die Autotür schließt und die Stille überfällt einen, dann ist es schon wahnsinnig schön. Manfred, jetzt möchten wir natürlich auch von dir was hören. Ja, vielleicht aus einem anderen nördlichen Land. Genau. Kanada. Das Kanada-Buch hast du mitgebracht, das ist sehr schön. Kanada, der Titel sagst auch schon, Wald, Wasser, Weite. Aber ich muss dazu sagen, ich war ja lange erkältet. In ihrer Jugend hatten sie beide das Buch gelesen, Onze Rood. Von Jacques Chirac. Natürlich mit Begeisterung wie viele ihres Alters. Wie oft hatten sie daran gedacht, wenn sie ihre kleinen Touren in dem eingeschlossenen Land unternahmen, einmal diese Weiten, einmal dieses Fahren, dieses Gefühl von Freiheit erleben. Es war nicht daran zu denken, dass es je dazu kommen könnte. Und diese Sehnsucht versteckte sich tief in ihnen. Doch dann plötzlich fiel die Mauer über Nacht. Nicht sofort dachten sie daran, sich ihren Traum aus der Jugend zu erfüllen. So vieles war zu sehen, zu erleben. Sie wussten ob der Unzahl der Wünsche, die erfüllt werden wollten, nicht, was sie zuerst machen sollten. Ja, sie waren natürlich schon bald in Amerika gewesen. Doch nicht mit dem eigenen Auto, sondern mit einem Bus. Das war es dann doch nicht. Das war nicht unsere Rot. Nun, nach weiteren Jahren war es endlich soweit. Zwar fuhren sie nicht durch die Weiten Amerikas, aber in den Kanadas, und das war wohl nicht der große Unterschied. Sobald sie auf ihrer Tour aus den Städten herausgekommen waren und das weite Land vor ihnen lag, unter den Rädern des kleinen Wagens, hatte sich sofort dieses ersehnte Gefühl eingestellt, das, von dem sie in ihrer Jugend geträumt hatten. Und dazu Bob Dylan, Sonne und Einsamkeit. Sie kurbelte das Fenster herunter, steckte die Füße hinaus, auch wenn die Haltung ein wenig unbequem war. Der Wind blies ihr die weißen Haare aus der Stirn. Er schaltete das Autoradio auf volle Lautstärke. Die Stimme Bob Dylans füllte die Welt um sie her. So fuhren sie lange, ohne zu sprechen, bis die CD zu Ende war. Als er sie erneut abspielte, zog sie ihre Beine zurück in den Fußraum, rieb sich den Rücken und lächelte ein wenig gequält.
Vor 40 Jahren hätte mir das nichts ausgemacht, stöhnte sie. Und er rief gegen die laute Stimme des Sängers, du bist bald 70. Dann lachte er, bis ihm die Tränen in die Augen traten, drehte die Musik leiser und sagte, fast flüsterte er, Sie haben uns auch um dieses Gefühl der Jugend betrogen, und stellte das Radio ab. Ja, so ging unsere Tour, das ist wie gesagt ein Tagebuch, was wir beide verfasst haben. So ging unsere Tour weiter durchs Land, durchs gesamte Land, 20.000 Kilometer waren wir unterwegs, von Ost nach West und auf den nördlichst befahrbaren Wegen, auf Pisten, auf Schotter, wieder zurück nach Osten. Unter anderem im Yukon-Territorium, am Finlesen Lake Ausguck, sind wir der Stille begegnet, gestoppt und Kanada genossen. Die grandiose Weite, den Blick über den spiegelnden See, im Hintergrund aufsteigende Berge bis hin zu den Mackenzie Mountains, es ist einfach nur beeindruckend. Stille und Weite faszinieren mich am meisten am Land. Immer wieder, täglich, stündlich aufs Neue. Dass Stille verschiedene Nuancen haben kann, habe ich eigentlich erst auf dieser Reise erfahren. Allein dafür hat sich der Aufwand gelohnt. Soweit das Auge reicht, ist, mit Ausnahme der Schotterpiste, nicht das geringste Anzeichen menschlicher Aktivität zu entdecken. Nicht einmal eine der fast überall auf der Welt anzutreffenden Funkantennen ist zu sehen. Nichts, nichts, immer wieder nur nichts. Was für ein Unsinn, zu behaupten, es gäbe nichts zu sehen. Ich sehe, bis in weite Ferne gestaffelt aneinandergereihte Hügelketten, spitze Berge am Horizont, blauen Himmel mit weißen Wolkentupfern, blanke, wie Erdaugen spiegelnde Seen und natürlich das allgegenwärtige Grün der unzähligen Bäume und Büsche, Farborgien in Grün. Dazu fortwährende Spiele von Sonne und Schatten über unendlich anmutendem Land in alles umfassender Stille. Vielen Dank. Das klingt auch sehr spannend. Jetzt hast du ja schon angedeutet, dass ihr gemeinsam schreibt, und da ist auch die, in die Richtung zielt auch die Frage, die ich jetzt noch so auf dem Herzen habe. Wie ist so ein Arbeitsalltag bei euch? Wie schreibt man zusammen an einem Buch? Habt ihr da vorher die Strategie festgelegt? Wohin soll das führen? Oder schreibt jeder einfach drauf los? Wie macht ihr das? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Hier zum Beispiel, die ersten Reisen habe ich ja alleine gemacht, weil Monika damals auch nicht mit konnte. Da hatte ich ein Diktiergerät, um den Eindruck hautnah irgendwie, zeitnah festzuhalten. Aber jetzt ist es bequemer geworden, die letzten Reisen. Das schreibt Monika und ich kann mich um die Piste kümmern, ums Fahren. Mhm. Und schreibe dann zwar auch, und hinterher wird es dann... Mischt ihr das dann so? Mischen wir das, ja. Aber dass ja auch jeder erstmal versucht, dass jeder eigentlich sich den eigenen Eindruck auch bewahrt. Ja, ne? Ja, bei ja Reisebüchern auf jeden Fall. Ja. Ja, hier das klappt auch immer so harmonisch, oder? Ja, ganz harmonisch. Das können wir noch nicht verraten. Ist auch klar, da wird ständig auch diskutiert und... Ja, immer ist das nicht harmonisch, das geht gar nicht. Aber zum Schluss kommt ein Buch raus und ist dann die Harmonie. Und es funktioniert. Ne? Ihr seid ja dann jetzt auch wirklich schon ein über Jahrzehnte eingespieltes Team. Also ja, wir sind vor 30 Jahren fast immer auf uns selbst auch angewiesen. Es gibt ja kaum ein Ehepaar, was so lange Zeit auch wo beide selbstständig sind. Ja. Meistens gibt es einen Partner, der Geld verdient und der andere ist ein Freier. Richtig, und das spricht ja schon mal für euch, dass das so gut funktioniert. Ja, wir haben weniger Geld ausgegeben im Leben. Dann funktioniert es auch eher, auch leichter. Ich denke, es hängt auch mit den persönlichen Ansprüchen zusammen, was ist einem wichtig im Leben. Und in dem Zusammenhang natürlich die Frage, die ich immer am Schluss stelle, woran arbeitet ihr im Augenblick? Gibt es ein neues Projekt schon oder seid ihr kurz vor Schluss des Projekts? Neue Idee im Kopf? Na, ganz aktuell. Ne? Ja, wir haben ein gemeinsames Projekt wieder, ein Türkei-Buch, Reisebuch. Schön. Das liegt beim Verlag und soll noch zur Messe rauskommen. Und ich arbeite nach wie vor am Erzählungsband.
Schön. Dann wünsche ich euch weiterhin ganz viel Erfolg mit euren Büchern. Bedanke mich nochmal, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank auch für das interessante Gespräch. Interessant, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wird es sicherlich auch beim nächsten Mal werden, denn in der nächsten Leseland-Sendung habe ich einen Magdeburger zu Gast. Es ist Carsten Steinmetz, der dann im Gespräch hier im Studio sein wird und natürlich auch seinen Roman mitbringen wird. Bis dahin bleiben Sie gesund, kommen Sie gesund durch den Winter. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Leben Sie wohl, lesen Sie wohl. Ihre Diana Kopott.